Willkommen und grüß Gott, meine lieben Zuschauer auf dem Kanal Blickwinkel. Heute denke ich laut über ein Thema nach, welches aktueller ist wie nie. So oft höre ich Sätze wie: Da hatte ich aber einen Schutzengel, oder da hattest du mehr als nur einen Schutzengel. Auch wird das Wort Engel als eine Art Kosename verwendet, wie zum Beispiel: Du bist ein Engel oder du bist mein Engel. Engel stellen in unserer Vorstellung ein himmlisches, kostbares und zartes Wesen dar. Nur zu gern glauben wir an die guten Geister, an himmlische Helfer und lichte Wesen, die uns begleiten, beschützen und lenken. In einer Welt, wo das Böse uns jeden Tag vor Augen geführt wird. Das Fernsehen, wer es noch schaut, bringt Nachrichten mit Katastrophen und Schreckensmeldungen. In Bussen, U-Bahnen und Straßenbahnen sind Menschen, wenn sie es denn sind, die wie Roboter nur am Handy sind. Ihr Kopf starr nach unten gerichtet, ihre Augen scheinen am Display des Handys zu kleben. Ihr Blick geht nach unten, selten nach oben. Das sagt schon viel, finde ich. Als ob man sich hinter Geschäftsmäßigkeit am digitalen Gerät versteckt. Bringt es Selbstsicherheit, wenn man anderen Fahrgästen nicht in die Augen sehen muss? Wie oft kommen mir Leute entgegengelaufen, die, wenn ich mich nicht gerade noch retten könnte, frontal mit mir zusammenstoßen würden, weil sie ihren Blick vom Handy keine Sekunde lösen. Steht man an einer Ampel und lässt seinen Blick mal in die Autos reinwandern, sieht man das helle Licht von Smartphones, den Innenraum vieler Fahrzeuge beleuchten. Selbst Fahrradfahrer haben ihre Handys am Lenker angebracht. Als Fahrweghelfer oder um laut Musik zu hören. Ja, wirklich. Was diesen Sommer mir Fahrradfahrer auffielen, die ihre Musik laut abspielen, das hörte ich letztes Jahr noch nicht. Jetzt, in der dunklen Jahreszeit, wenn es früh länger und abends früher dunkel wird, geben Wohnungen, Büros und Häuser leichter einen Einblick in ihr Inneres frei. Schon früh morgens sehe ich Kinder am Küchentisch sitzen, den Blick in ihre Handys, während sie frühstücken. Beim Abendspaziergang sehe ich fast in jedem Raum, der einen Einblick erlaubt, einen Fernseher laufen. Und wenn keine Werbung gezeigt wird, dann sind es Bilder des aktuellen Geschehens in der Welt. Filme, die selten lustig, sondern dunkel und mit sehr schneller und hektischer Bildabfolge gezeigt werden. Ich selbst schaue nur sehr selten Fernsehen und daher kann ich nicht beurteilen, wie zurzeit die Sendeplattformen bestückt sind. Doch ich vermute, dass Unterhaltungssendungen, die Spaß und Frohsinn verbreiten, eher seltener sind. Was ich mit diesen Aufzählungen euch, meinen lieben Zuhörern, aufzeigen möchte, ist, dass wir in einer Zeit leben, die uns viel abverlangt. Wer achtsam und aufmerksam seinen Tag wahrnimmt, erkennt, in welch düsteren Zeiten wir leben. Wir fürchten uns vor der Hölle nach dem Tod. Ich sage oft, die Hölle ist auf Erden. Satanische Sprachen, Gebärden, Aufdrücke auf Kleidung. Überall ist es allgegenwärtig, wenn man es sehen will. Als modisch wird es den Kindern und Jugendlichen verkauft. Ein Totenkopf hier, ein Knochenzeichen dort, der kleine Finger zusammen mit dem Zeigefinger in die Höhe gestreckt. Für mich ist es erschreckend, wie leicht und unbeschwert Mann, Frau oder Kind mit diesen Zeichen sich zu der dunklen Seite bekennen. Angeblich unbedacht, unwissend und nichtsbedeutend haben diese und viele weitere Zeichen Einzug in unser Leben gehalten. Sag mal einem Mann mit tätowiertem Teufel auf der Wade, dass er sich nicht wundern muss, wenn er im Leben nicht vorankommt, immer wieder denselben Mustern in seinem Leben wieder begegnet und er es einfach nicht schafft, neue Wege zu gehen. Erzählt man einem Jugendlichen, dessen Kleidung immer Zeichen des Todes tragen, dass er seine immerwährenden Krankheiten, die ihn oft an den Rand des Todes bringen, vielleicht abmildern könnte, eventuell sogar heilen könnte, wenn er seinen Kleidungsstil ändert? Na, da wäre was los. Während ich diese Stelle aufnahm, ploppte in der Küche ein Korken von der Tinktur auf. Ich schreibe im Moment an einem Buch und auch hier merke ich, dass es je nachdem, was ich schreibe, in meiner Umgebung es Zeichen und Laute gibt.
Ich bin mir wirklich ganz sicher, Magie ist überall um uns herum. Schreibt mir doch bitte in den Kommentaren, ob ihr auch solche Wahrnehmungen habt, ob ihr auch meint, dass wir in einer sehr magischen Welt leben. Aber zurück zum Thema. Ganz normal ist das alles mittlerweile. Doch wo Schatten ist, ist auch Licht. Das ist das Gesetz der Dualität, was wir immer wieder vor Augen geführt bekommen. Doch wo ist es? Es wird meiner Meinung nach seit langer Zeit verdrängt, das Licht. Der Mensch soll der dunklen Seite untertan gemacht werden und das nimmt er leider nur sehr gerne an. In so vielen Prophezeiungen wird immer wieder davon gesprochen, dass der Mensch sich von Gott abwendet. Und wenn ihr mich fragt, ist dies schon sehr lange so. Und doch, seit 2020 erkenne ich vermehrt immer mehr Erwachte, die unsere Welt sehen, wie sie ist, die sich Gott wieder zuwenden und dem Licht. Psalme, Offenbarungen aus der Bibel werden wieder zitiert. Viele belesen sich wieder in alte Bräuche, informieren sich über Feste des rituellen Jahreskreises, verweigern amerikanische Zeremonien wie zum Beispiel Halloween, was vor der Tür steht. Sie ehren wieder ihre Ahnen durch Erzählungen und durch das Wiederbeleben deutscher generationsbekannten Ritualen. Wie oft höre ich, ah, ich back keine Plätzchen, die werden bei uns eh nicht gegessen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wenn ich meine Plätzchen backe nach dem Rezept meiner Großmutter, höre ich ganz oft, also eigentlich schmecken mir keine Plätzchen, aber deine, da könnte ich mich reinlegen. Mit Liebe komme ich dem Ritual des Plätzchensbackens nach. Am Wochenende, ohne Stress und ganz wichtig, mit Weihnachtsmusik, backe ich bis zum ersten Advent nicht mehr als 4 bis 5 Sorten. Nur die, wo ich weiß, dass meine Kinder, meine Nichte, Neffen und meine Schwester sie auch mögen. Ich mache kein Wettbacken daraus, wie viele verschiedene Sorten ich backen kann, denn darum ging es nie. Es war etwas ganz Besonderes, an Weihnachten Plätzchen zu haben. Es werden für Plätzchen so viel Zutaten benötigt, die damals extrem teuer waren und vielleicht auch bald wieder sind. Und so wurden nicht viel und umfangreich gebacken, sondern es wurde gebacken, was schmeckte und von dem man wusste, dass sich die Lieben darüber freuen würden. Und sie wurden sparsam gegessen, bei uns nur am Wochenende, ab dem ersten Adventswochenende bis spätestens 6.1. Allerdings waren die Plätzchen spätestens am zweiten Weihnachtstag alle weg. Anders war es mit den Christstollen. Da meine Oma diesen immer versteckte, damit nicht zu viel zu schnell davon gegessen wurde, kam es schon mal vor, dass zu Ostern wieder einer auftauchte, wo man sich zur Weihnachtszeit gewundert hat, dass die Stollen doch schon so schnell weg waren. Und da tauchen sie auch schon auf, die Engel, der Weihnachtsengel. Wir dürften an Weihnachten nicht durch Schlüssellöcher schauen, denn wenn das Christkind im Raum wäre, würde sein Glanz und sein Licht uns blind machen. Diese Geschichte wurde uns von klein auf erzählt und selbstverständlich erzählte ich diese auch meinen Kindern. Als wir damals unser Haus planten, war für mich ganz wichtig, dass wir ein Wohnzimmer hatten, bei welchem man die Tür zumachen konnte, auch wegen Weihnachten, damit meine Kinder nicht durch Schlüsselloch schauen dürfen, wenn das Christkind zur Weihnachtszeit die Geschenke bringt. Engel, sie begleiten unseren Tag, unser Leben, unsere Gedanken und unser Handeln, wenn wir offen dazu sind. Da ich wirklich daran glaube, dass unsere Gedanken unser Leben mitgestalten, ist es für mich, und es werden immer mehr, die davon erzählen, jeden Tag wichtiger, mich auf das Positive zu konzentrieren. Ich sehe, wie vorher beschrieben, was um mich herum geschieht, und doch versuche ich und gebe ich den guten und positiven Ereignissen ein Vielfaches mehr an Aufmerksamkeit als den anderen. Sehe ich Kinder, die nicht von ihren Eltern mit mobilen Datenträgern durchgestellt werden, ihnen schenke ich mein Augenmerk. Für mich sind es kleine Engel, mit Seelen bestückt, ganz frisch, mit lieben Grüßen von unserem Vater im Himmel. Und welche helfenden Hände sind einfach da, wenn es einem mal nicht gut geht, sind da,
und nach getaner Arbeit wieder weg. Wer kennt es nicht? Lebensabschnitte, die nicht leicht sind, oftmals schwer zu ertragen. Dann kommen sie, Engel in Menschengestalt. Worte, Blicke, ein Nicken, ein Lachen. Es können Kleinigkeiten sein, die einem aber im richtigen Moment helfen. Wer vermag zu sagen, dass es ein Zufall war? In meinem Leben gibt es keine Zufälle. Geschenke des Himmels, Wegbegleiter, die mir geschickt wurden, die gibt es bei mir. Selbstverständlich merke auch ich es nicht immer gleich. Nachts im Bett, wenn ich meinen Tag Revue passieren lasse, oft erst dann erinnere ich mich an sie. Und ob ihr es glaubt oder nicht, mit einem Lächeln sage ich dann, danke. Ich spreche hier immer von Menschen, von beseelten Menschen. Inzwischen kann man an allem und an den angeblichen Geschichtsereignissen zweifeln. Auch die Bibel ist ein Werk, was mehrfach übersetzt und der jeweiligen Zeitepoche angeglichen wurde. Was mich persönlich, wie auch in unserer Familie allgemein, stört, ist, dass keine Frau im Neuen und im Alten Testament schreibt. Es sind alles Männer, die ihre Ausführungen darin niederschreiben. Wo sind die Frauen, die Weiber? Wahrscheinlich sollen wir glauben, dass das weibliche Geschlecht damals unterdrückt wurde, nicht lesen und schreiben konnte und daher kein geschriebenes Wort sich in dem ältesten und bekanntesten Buch der Welt wiederfindet. Doch war das wirklich so? Bitte vergesst nicht, eine Frau sieht die Dinge anders, nimmt Geschehnisse auf einer anderen Ebene wahr. Frauen spüren mehr, leben ihre Intuition leidenschaftlicher und feinfühliger. Hätten Frauen die Jesusgeschichte auch so erzählt? Wie hätte Maria und Maria Magdalena die Kreuzigung beschrieben? Wie die Wiederauferstehung? Die Frauen mit ihren liebenden Mutterherzen, was hätten sie uns erzählen können? Sieht nicht jede Mutter einen Engel in ihrem Kind? Empfindet nicht jede Mutter es als unnatürlich, wenn ihr Kind vor ihr stirbt? Wie leidet ein Mutterherz, wenn ihr Sohn unter starken Schmerzen stirbt? Liebe Zuschauer des Kanals Blickwinkels, ich weiß, dass viele von euch schon schwere Schicksalsschläge durchlebt haben. Heute möchte ich mich speziell an euch wenden und euch in Gedanken ganz fest in den Arm nehmen. Ob Mann oder Frau, fühlt euch gedrückt und nehmt meinen Respekt und Achtung euch gegenüber an. Wir beseelten Menschen, leben unseren Lebensweg, den wir uns selbst geschrieben haben. Lasst uns bitte auf unsere Umgebung achten. Ich weiß es ganz, ganz sicher, sie sind da, mitten unter uns. Sie gehen neben uns, stehen auf Plakaten, stehen im Bücherregal. Sie lassen uns nie im Stich. Engel, Boden des Himmels. Liebe Zuhörer des Kanals Blickwinkel, das war mir ein Anliegen, euch auf beide Seiten aufmerksam zu machen. Aber euch auch zu bitten, eure Aufmerksamkeit und Achtsamkeit der lichten und hellen Seite vermehrt zu schenken. Es bleibt jedem selbst überlassen, an Gott zu glauben oder an eine höhere Energie, wie immer ihr sie nennt. Doch es lebt sich einfacher und unkomplizierter, wenn ihr eure Energie der guten Seite zuwendet. Und wie es eben so ist, wo ein Engel ist, sind noch mehr. Und wo einer an das Gute glaubt, sind noch mehr. Nur so können wir den Verrückten einen Weg aus dem Chaos aufzeigen. Lasst uns zusammen lächelnd, achtsam durch unseren Tag gehen. Versuchen wir immer mehr die Gegenseite von angstvoll generierten Themen anzuschauen. Lasst uns nicht mehr in Unglücksmeldungen baden. Hören wir uns das Lachen unschuldiger Kinder an. Sprechen wir mit unserem Gegenüber mit respektvollem Ton. Schenken wir unserer Umgebung, der Natur, Mutter Erde, unsere Achtung vor ihrem Sein. Was wir geben, erhalten wir tausendfach zurück. Dies ist mein Vorschlag in dieser Zeit. Seid Licht in dunklen Zeiten, damit wir immer mehr werden können. Lasst uns zu lichten Engeln werden, wo wir gebraucht werden, zu Kämpfer des Lichts, wo es nötig ist. Zuversicht und Liebe sollen unsere Waffen sein. Und seid mal ehrlich, es ist doch einfacher, auf einen garstigen Menschen wütend zu sein, als auf einen freundlichen. Unser Ton macht die Musik. Wenn am anderen Ende des Telefons
Eine gestresste, unfreundliche Stimme versucht mich zu ärgern. Ihr glaubt gar nicht, wie schnell sich das ändert, wenn ich dieser Stimme Verständnis entgegenbringe. Schwupps, ist sie schon eine Oktave freundlicher. Ich arbeite in einem Dienstleistungsberuf und bin oft und gerne auch am Telefon. Ich freue mich, wenn unsere Mandanten sagen, ist das schön, dass Sie so fröhlich sind bei all Ihrem Stress, den Sie haben. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich meine damit nicht, dass man zu jedem Deppen, Narzissten oder Verbrecher nett, lieb und entgegenkommend sein sollte. Von manchen darf man sich auch sehr wohl fernhalten. Jedoch habe ich die Erfahrung gemacht, dass mit gesteigerter Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt sich die eigene Intuition und Wahrnehmung sehr gesteigert hat. Somit erkennt man das Positive wie auch das Negative schneller und gibt ihm mehr bzw. weniger Energie. Es kommt alles zurück, das Gute und das Schlechte, was man aussendet, was man selbst anderen gibt oder antut. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen Engel auf all euren Wegen. Wie immer freue ich mich über eure Kommentare zu diesem Beitrag und eure Gedanken dazu, wie auch über einen Daumen hoch. Und gerne dürft ihr die Glocke aktivieren, wenn es euch gefallen hat. Dann werdet ihr nämlich informiert, wenn auf unserem Blickwinkelkanal Neues auf euch wartet. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt aufmerksam und behüte euch Gott. Eure Silke.